Herzlich willkommen aus Zürich-Oerlikon. Wir sind im Restaurant Tasteria von der Zürcher Fachorganisation AOZ. In diesem Restaurant werden die Leute mit Migrationshintergrund auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Damit sind wir ein Stück weit in unserem heutigen Thema Arbeitslosigkeit 50 plus und arbeitslos. Arbeitslos, ausgesteuert, Sozialhilfe. Man redet plötzlich seit ein, zwei Jahren wieder vermehrt von so einer Zeitbombe, 50 plus. Immer mehr Leute, die 50 plus keine Stelle mehr haben, nichts mehr finden, Hunderte von Bewerbungen zum Teil schreiben. Man meint für nichts. Letztes Jahr sind mehr als 9'000 Arbeitslose über 50 ausgesteuert worden. Die Tendenz ist steigend. Das ist eine schmerzhafte Situation. Führt da ganz viele Fragestellungen her. Sinnfragen nicht zuletzt und natürlich eben auch Fragen, wie man überhaupt durchkommt und was man mit dem Rest vielleicht von seinem Leben macht. Mit zwei Gästen reden wir heute über die Herausforderungen, die das speziell mit sich bringt. Nämlich mit Armin Kappeler. Er hat seine Stelle mit 57 verloren, nach 4 Jahren im technischen Dienst von einem Pflegeheim. Er hat dann weiter aktiv gesucht, hat zwischen seinen Ferienjob und anderen Tätigkeiten gefunden. Er hat jetzt provisorisch eine Stelle gefunden im technischen Dienst von einer Schule. Hat man, glaube ich, Schulabwart gesagt früher, oder? Und er sagt unter anderem, ich muss mein Schiff bewegen und dann kann es Gott auch lenken. Also für ihn ist der Glaube ganz eine wichtige Quelle. Heidi Jos, herzlich willkommen bei uns. Sie selber hat ihren Job mit 50 verloren, hat keine Festanstellung gefunden. Heute ist sie selbstständig. Sie ist Coach, beratet Leute in der gleichen Situation, in rechtlichen und in anderen Fragen. Und dazu leitet sie in Luzern eine Selbsthilfegruppe. Was gehört Sie denn vor allem in der Selbsthilfegruppe? Wo drückt der Schuh am meisten, neben dem natürlich, dass man einfach keine Stelle hat im Moment? Also der Hauptschuh ist natürlich der Job. Ganz alle sagen, ich will den Job. Und die sind auch qualifiziert und die geben sich Mühe, extrem. Und trotzdem gehen die Türen nicht auf. Und, also ich gehe regelmässig an so eine Personalkonferenz, ist das eine Art, von so verschiedenen grösseren Firmen, wo man sich darüber unterhalten, wie gehen wir mit den älteren Mitarbeitenden um. Oder? Und da höre ich einfach regelmässig, die sind nicht motiviert mehr und so. Es gibt grosse Firmen, die sagen, und unsere sind schon ab 40 nicht mehr motiviert. Und was bewirkt das, oder? Durch das Erleben? Das führt dann dazu, dass man in den 50-Jährigen einfach Türen nicht mehr aufmacht. Und das bringt natürlich ganz viele Leute, die draussen sind, zum Verzweifeln. Und ich muss auch sagen, ich selber, wenn ich aus diesen Sitzungen rausgehe, oder? Und mir das muss anhören. Dann wird es mir klar, wie eng das wird für alle, die eigentlich draußen sind. Und ich selber gehöre ja eigentlich auch dazu. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie dort mit 50 die Stelle verloren haben? Ja, ich muss vielleicht sagen, es war noch eine schwierige Situation. Ich bin von einem Tag auf den anderen. Zuerst hat man gesagt, ich müsse Mitarbeiter entlassen. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich habe zu einem früheren Zeitpunkt eine Restrukturierung durchgeführt in der Privatwirtschaft mit dem erklärten Ziel, eine Restrukturierung durchzuführen mit allen Mitarbeitenden. Und am Anfang, ich war noch so etwas jünger, denke mir manchmal schon, es wäre einfacher, wenn man irgendeine ältere Person herausstellen würde. Aber es zeigt sich einfach immer wieder, das sind ganz wertvolle Erfahrungen. Und wenn man die Leute drinnen behalten, dann ist das letztlich für die Produktivität von einem Unternehmen und einem Produkt sehr wertvoll. Und deswegen, das hat man eigentlich auch gewusst, habe ich mich geweigert, das auszuführen. Dann bin ich selber von einem Tag auf den anderen auf die Straße gestellt worden, wie eine Schwerverbrecherin. Man hat mir gesagt, ich dürfe mich nicht mehr von meinem Team verabschieden. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Ich habe dann ein Telefon bekommen von den Leuten, die auf der gleichen Führungsebene waren wie ich. Und dann haben die gesagt, hast du eine Unterschlagung gemacht? Und da habe ich dann etwa so ein bisschen gemerkt, wie das könnte ankommen. Und es war auch gerade noch Weihnachtszeit. Es wären übrigens viele Leute gerade um die Weihnachtszeit auf die Strasse gestellt, wo man sich dann fragen muss, was auch solche Arbeitgeber letztlich für ein Verhältnis zur Weihnacht. Ich hatte noch einen Urlaub geplant in Sri Lanka. Ich habe das alles schön aufgespart, weil ich dachte, ich gehe dann um die Zeit herum, die am wenigsten läuft. Und meine Batterien wieder so ein bisschen füllen, damit ich wieder 150% vorwärts kann.
im neuen Jahr. Ich bin nach Sri Lanka gekommen. Das war jetzt gerade vor 10 Jahren. Da hat der Tsunami gewütet. Oder? Ist gerade das nächste Trauma eigentlich eingefahren. Das ist gerade ein bisschen viel aufs Mal. Das war ein bisschen viel aufs Mal. Ja. Ja, das ist wirklich so. Wo Sie die Stelle verloren haben mit 57? Können Sie diesen Moment schildern? Ja. Ist das auch so Knall auf Fall gekommen? Nein. Ich hatte relativ viel Zeit. Und zwar hat es mit einem Führungswechsel zu tun gehabt. Ich hatte innerhalb von 4 Jahren hatte ich 4 Chefs. Und der vierte Chef hatte einfach relativ viel Power gehabt. Es hat so ausgesehen, wie wenn wir im gleichen Topf würden, das Futter abholen. Was ja eigentlich ein Witz ist. Ich meine, die Frau hat 50 Leute geführt. Und ich wäre sicher nicht eine Konkurrenz von ihr. Aber Führungswechsel haben oft Komponenten von Sprengstoff in sich. Und wir haben das länger miteinander diskutiert. Und es war für mich nicht ein Joke gewesen. Und gleichzeitig eben doch, es macht etwas, wenn man daheim muss erzählen, ich verliere den Job. Können Sie das noch mal schildern, was es mit Ihnen gemacht hat? Ist es eine Frage vom Selbstwert auch? Ich habe das eben im 2009 eben schon mal dürfen üben oder erleben oder müssen erleben. Und ich glaube, dort habe ich einiges gelernt, dass ich meinen Selbstwert nicht mehr über den Job definieren, über meine Arbeit, sondern über mich selber. Und es war für mich durch das ein bisschen weniger krass gewesen. Aber es ist nicht lustiger. Also meine Tochter hat gesagt, muss ich jetzt ein Studium aufgeben? Ich habe gesagt, nein, das ist kein Thema. Also die Reaktionen vom Umfeld, wie haben Sie das erlebt? Ja, also, so unvorbereitet, Knall auf Fall draußen sind. Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ich war ja in Sri Lanka unten. Ich habe zu denen gehört, die im Vorfeld sehr viel gearbeitet haben. Also so ein bisschen als Workaholic unterwegs. Und dann passiert das wie so bei vielen Führungskräften auch, dass man dann nicht wahnsinnigen Freundeskreis hat. Weil man ja letztlich auch keine Zeit hat, das Ganze zu pflegen. Und das bringt es natürlich nachher mit sich, dass man auch mit dem Problem so ein bisschen allein unterwegs ist, auf sich selber gestellt. Hat dann aber auch, wie alles, seine zwei Seiten, oder? So, wenn man die eine Zugehörigkeit verliert, dass man sich dann besinnt auf eine andere Zugehörigkeit. Und das ist eine, die vielleicht viel grösser ist, übergeordneter ist. Das ist die zu Gott. Also hat das auch bei Ihnen einen Prozess ausgelöst, wo Sie sich vorher auch nicht so viele Gedanken gemacht haben? In der Hektik vom Alltag und bei dieser Stundenzahl, wo Sie unterwegs sind? Ja, es hat eigentlich schon angefangen. Natürlich, Krebs ist ja immer auch so ein Moment, wo man nicht so recht weiss, überlebt man das oder überlebt man das nicht. Und ich bin dann im Vorfeld, habe ich angefangen zu meditieren. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, über die Zeit hinwegzukommen. Die starke Verbundenheit mit der Kraft, wo höher ist, das auch können loslassen irgendwie, also nicht so am Leben festkrallen. Und dann aber muss ich sagen, wo das vorbei gsi ist, wo ich das überstanden habe, bin ich wieder 150% in die Arbeit hinein. Also in dem Sinne nicht wahnsinnig viel gelernt und musste es dann lernen, nachher, als ich auf der Strasse war. Oder? Und Sie haben sich beworben und beworben und beworben. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass jemand wie Sie mit Ihrer Persönlichkeit nichts findet. Danke vielmals. Also ich habe mich beworben. Sind Sie zu teuer gewesen? Nein, ich war ziemlich flexibel unterwegs, gewesen, wie das eigentlich die meisten sind. Aber sie werden gar nie gefragt, wie sind Ihre Lohnvorstellungen, oder? Ich habe mich zum Beispiel... Sie sind gar nicht gefragt worden? Nein, nie. Ich habe mich relativ schnell beim Sozialamt gemeldet. Das war auch eine Stelle im Arbeitsmarktbereich, weil das ist eigentlich so ein bisschen meine Passion gewesen. Und dann hat man gesagt, was, Sie haben ja jetzt so eine grosse Kiste geführt vorher, so ein bisschen in der Saloppensprache, oder Sie könnten jetzt nicht die Arbeit machen. Und ich habe dann gesagt, ja, soll ich denn warten, bis ich als Kunde wieder zu Ihnen komme, oder?
Und da lacht man einfach, das nimmt man nicht ernst. Und ich habe dann, glaube ich, etwa 3 Bewerbungen auf das Sozialamt geschrieben, also wo Jobcoach und so weiter, oder? Und dann hat man immer gesagt, nein. Und am Schluss habe ich dann gedacht, als ich das letzte Mal noch geschrieben habe, jetzt bin ich ja schon ziemlich weit weg von meinem vorherigen Arbeitsfeld. Oder? Und man geht ja so ein bisschen davon aus, umso weiter weg jemand ist, umso mehr verliert er seine Arbeitsqualität. Da habe ich gedacht, so jetzt, wenn sie mich jetzt nicht nehmen, oder, dann komme ich mit dem Argument. Und dann hat man es aber gerade wieder umgekehrt. Und hat gesagt, ja, jetzt haben wir einen, der das gerade gestern gemacht hat. Oder? Und mit dem können sie als Erwerbslose nie konkurrenzieren. Oder da habe ich beispielsweise dürfen hören, irgendeinen Coach, der mir gesagt hat, würden sie damit für 7'000 Franken überhaupt arbeiten? Oder? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich quasi auf meinem Existenzminimum untergelebt habe. Und da bleibt einem natürlich die Sprache weg, wenn man solche Sachen muss entgegennehmen muss. Klar habe ich Herausforderungen gegeben, beruflicher Art, die ich mehr verdient habe. Aber ich denke, das ist eben gerade speziell beim Älterwerden, dass man eigentlich auf den Sinn mehr Wert legt. Dass das in den Vordergrund kommt und nicht mehr so das Karriere machen, das etwas wollen, beweisen oder so. Und von dort her gesehen auch bereit ist, zu wesentlich günstigeren Bedingungen zu arbeiten. Aber niemand, also in unserer ganzen Selbsthilfegruppe, ist, glaube ich, je gefragt worden, ob er bereit wäre, für weniger Geld zu arbeiten. Haben Sie das ähnlich erlebt? Ja, es ist, ich habe 90 Bewerbungen gemacht. Und kein Vorstellungsgespräch. Auch keine Begründung? Nein, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, aber auf eine eigene Initiative, wo ich mich nicht auf eine Stelle beworben habe. Und dort arbeite ich jetzt heute auch. Ja. Also ist noch interessant, oder? Keine Bewerbung, kein Vorstellungsgespräch und demzufolge auch keine Diskussion über den Lohn. Mit 57 für einen körperlichen Job, sprich Hauswart oder einen technischen Dienst, da landest du einfach auf der falschen Biege. Weil, ist das ich finde es noch ein starkes Bild, auf der falschen Weg gegangen. Ich habe wirklich einen sehr guten Lebenslauf. Ich habe sehr viel gemacht, ich habe mich weitergebildet und. Also ich konnte einiges vorweisen. Ich habe auf dem technischen Bereich geschafft. Das ist nur das Alter. Das ist wirklich so. Also das kann ich bestätigen, aus dem, was ich in dieser Erfahrungsgruppe mit den Personalverantwortlichen höre. Oder die schaut man gar nicht an. Die kommen ganz automatisch auf den Schredderhaufen. Ich habe schon gehört von Leuten, die so Jobcoaching machen, die sagen, man soll das Alter nicht oben anschauen, sondern irgendwo zurück. Das ist alles Blödsinn. Weil das Alter ist genau Illusion, das, was am meisten interessiert. Am besten wäre es eigentlich, man würde es so regeln wie in Amerika. In Amerika ist es effektiv verboten, dass man, dass man nach dem Alter gefragt wird. Oder? Da stehen nur Qualitäten, Fähigkeiten im Vordergrund. Ja, aber das sieht man auf dem Foto, wie alt man ist. Also, das kann man nicht verbergen. Sie haben recht, natürlich. Und, es ist auch kein Grund, um jemanden nicht anzustellen wegen dem Alter. Das ist bei uns auch verboten. Aber das wird auch nie vorgeschoben. Das ist hintergründig so. Also wird nicht so offen darüber geredet, oder? Jetzt, Sie haben gesagt, man macht sich Gedanken über sich heraus, Gedanken nach Gott, Gedanken nach Sinn. Wie ist es denn bei Ihnen? Hat das geholfen, die Quelle, dass Sie ein gläubiger Mensch sind in solchen Momenten? Oder eigentlich, ja, wenn ich keinen Job habe, dann hilft mir das auch nicht gross weiter. Ich denke, es war ja einer von mehreren Punkten, die geholfen hat. Einerseits das Familienumfeld, also eingebettet in einer Familie, auch nicht mehr müssen verantwortlich sein für Kinder. Ich habe 3 Kinder, die sind aber alle draußen, selbstständig. Dann habe ich mir selber Strukturen auferlegt. Also ich habe eine Tagesstruktur auferlegt, das habe ich ein bisschen her durchgezogen. Einer von der Hauptgründe, also von der haupttragenden Funktionen, ist eigentlich mein Glaube gewesen. Oder ist mein Glaube. Und ich bin nicht abhängig von einer Firma. Ich komme nur den Lohn darüber hinüber. Ich arbeite in einer Firma, aber eigentlich bin ich abhängig von Gott. Das ist für mich sonnenklar. Und
ich habe mich auch mit Verheißungen auseinandergesetzt in der Bibel. Und habe einen ganz spannenden Vers gefunden. Ich werde versuchen zu zitieren. Sorge dich um nichts. Sehr absolut formuliert in meiner Übersetzung. Sorge dich um nichts. Bete um alles. Wieder sehr absolut formuliert. Sehr absolut. Bete um alles. Sag Gott, was du brauchst. Also ich darf nur sagen, was ich brauche. Und danke ihm. Und dann der zweite Teil von diesen zwei Versen ist dann, dass wir den Frieden bekommen. Und was ich bekommen habe, ist ein tiefer Frieden in dieser ganzen Zeit. Das war das Resultat. Es steht nie, dass wir einen Job bekommen, aber den Frieden, den habe ich überhaupt. Es ist ja nicht der Oberarbeitgeber. Aber was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich will einen Job wieder. Ich brauche ein Einkommen. Nummer eins. Und das Zweite ist, ich will einen Job, wo ich nicht muss, weiss, wohin pendeln und Zeit verbröteln. Und dann hat es Leute in meinem Umfeld gesagt, du kannst doch Gott nicht verwürgen. Ich habe gesagt, nein, aber er sagt, ich kann ihm sagen, was ich brauche. Also sehr, sehr einen persönlichen Umgang. Und was habe ich heute? Mhm. Ein Job, wo ich mit dem Velo arbeiten kann. Sehr spannend. Sie haben eine Tätigkeit. Und dann können Sie erst noch mit dem Velo arbeiten. Also was wollen Sie eigentlich mehr? Bei Ihnen stimmt es im Moment völlig. Es hat eigentlich einen Wermutstropfen. Ich habe nur einen Vertrag, einen befristeten Vertrag bis Ende Jahr. Und im Kopf habe ich aber einen anderen Vertrag. Ich habe das Gefühl, es geht weiter, weil mich Gott nicht hängen lässt. Das, was der Kappeler gesagt hat, wegen der Tagesstruktur, das ist etwas, was man häufig hört. Das ist etwas ganz Zentrales, ja. Wie haben Sie das gemacht, eigentlich, wenn Sie so der plötzliche... Ich habe mich natürlich schon vorher mit dieser Thematik befasst, weil ich in einer Arbeitsmarktbehörde gearbeitet habe. Und für mich war es klar, die Tagesstruktur sich selber geben, ist etwas ganz Zentrales. Oder? Und da denke ich immer wieder, man könnte sich so eine klösterliche Tagesstruktur eigentlich zum Vorbild nehmen. Und zwar aufstehen, meditieren, essen, arbeiten, wieder meditieren, auch Zeit haben für Gemeinschaft, für Spiel und so weiter, finde ich eigentlich sehr ein spannendes und gutes Modell. Und ich denke, das ist auch über Jahre erprobt worden, dass man gemerkt hat, das ist das, was das Wohlbefinden tatsächlich stärkt, weil das der Mensch braucht. Gesunde Rhythmen, beibehalten. Genau. Ja. Also auch arbeiten, aber auch sich Zeit nehmen für Gemeinschaft und so weiter. Das ist das, was ja vielfach auch in der Arbeitswelt natürlich verloren geht, durch den dichten Stress und wenn man ansagt. Was für eine Rolle spielt Image, Ansehen, eben zum Beispiel Faktoren wie, wenn ich jetzt plötzlich... Ich verliere auch Kontakt zu Leuten. Verliere den Anschluss an ganz viel, vielleicht Verein, Club, sonnige Tätigkeiten. Was hat das bei euch für eine Rolle gespielt? Also ich denke, ich habe ganz viele lässige Kolleginnen und Kollegen gehabt in dem Ort, wo ich gearbeitet habe. Und die habe ich schon vermisst. Und gleichzeitig hat der Arbeitsort relativ schnell an Bedeutung verloren. Ich konnte mich relativ schnell zurückziehen, gerade weil ich familiär gut eingebunden bin und ich habe Verein respektive die Tätigkeit, die ich sonst noch mache. Zum Beispiel bin ich tätig in einem Mannentreff und in einer Kirche. Und die habe ich nicht verloren. Und die schauen mich auch nicht schräg an. Das war überhaupt kein Problem. Aber das, was ich im Arbeitsumfeld verloren habe, das tut weh. Das kannst du nicht einfach wegstecken. Das ist nicht lustig. Sie haben sich ja dann selbstständig gemacht. Und das ist also so eine Option, wo man immer wieder hört. Aber wird das nicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, falsch eingeschätzt? Es ist nicht ganz einfach, in der Selbstständigkeit wirklich Fuß zu fassen. Ich muss sagen, teilweise ist es mir gelungen. Gott sei Dank, gerade am Anfang, nach dem Schockerlebnis, das ich hatte. Ich bin mit Herrn Kappeler auch ins Gespräch gegangen mit Gott und habe ihm gesagt, es muss doch irgendwo, der Möglichkeitsraum ist so gross, oder? Muss doch irgendwo Arbeit rum sein für mich. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Da habe ich ein Telefon bekommen von einem Kollegen, der gesagt hat, er sei jetzt gerade mit Geschäftsfreunden unterwegs gewesen und die suche jemanden, der eine Schweizer Konzerttournee managen, oder?
Und zuerst habe ich gesagt, ja, das ist ja wunderbar, aber das kann ich nicht, oder? Das habe ich noch nie gemacht. Und dann hat er mir gesagt, ja, du hast mal überschlafen und so. Und dann habe ich so ein bisschen über nachdenken, was für Fähigkeiten habe ich eigentlich und geht das und so. Und am anderen Morgen habe ich mir gesagt, doch, das geht. Ich habe sehr viel mehr, als man will. Ich bin nicht gewohnt zu recherchieren. Ich war ja mal Marketingfachfrau. Ich habe verkaufen, ich habe schreiben und so weiter. Und dann habe ich zugesagt. Und ich muss sagen, es war eine wunderbare Erfahrung. Aber das ganz Spezielle daran war an diesem Auftrag ein befristetes Arbeitsverhältnis, wo wir einmal nach einer Veranstaltung heimgefahren sind mit denen, die das finanziert haben. Dann haben sie gesagt, sehen Sie dort oben das Kloster auf dem Berg? Oder? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, wissen Sie, wir haben im Vorfeld denen den Auftrag gegeben, zu beten. Sie sollen jemanden finden, der für das Projekt passt. Oder? Und ich muss sagen, das hat mich unglaublich berührt. Ich habe dann aber nicht geäussert, dass ich ja intensiv beten habe, dass ich Arbeit bekomme. Und habe mich dann gefragt, wie das ist so mit diesen Koinzidenzen. Oder? Mit diesen Gleichzeitigkeiten, jemand gibt den Wunsch raus und jemand ist der Empfänger eigentlich vom Wunsch. Ich komme gerade sagen, Gänsehaut über. Und wie geht es Ihnen jetzt im Moment in dem ganzen Spannungsfeld? Ist vieles ja noch nicht so klar und aufgelöst? Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. Der Job, den ich jetzt habe, der befristete, ist eigentlich entstanden durch ein Engagement. Ich bin auf der Stadtverwaltung mit der Idee, ich könnte Ihnen helfen, Facility Management Software einzuführen. Das ist eine Software, wo man Häuser managen kann, grössere Häuser. Und ich habe eigentlich dort offene Türen eingerannt. Sie haben gesagt, sie haben Bedarf. Sie haben keine eigenen Ressourcen. Also sie sind jetzt schon am Anschlag. Sie brauchen so eine Software. Und sie könnten sich das mit mir vorstellen. Das war eigentlich der erste Kontakt gewesen. Und der zweite Kontakt war, wir haben eine Vakanz auf einer Schulanlage. Sie waren im technischen Dienst. Würden Sie dort einspringen für einen, der eine Hüftoperation hat? Und ich habe gesagt, ja klar. Und ich bin 3 Wochen auf dieser Anlage. Sie hat mich der Chef wieder besucht und hat gesagt, ich habe eine Idee für Sie. Wir suchen dann einerseits jemanden für die Facility Management Einrichtung. Das ist aber nur ein Projekt. Das hat einen Anfang und ein Ende. Wir brauchen aber noch einen Teamleiter für fliegende Hauswerte. Und die haben etwa 180 Liegenschaften, die sie verwalten. Das ist ziemlich eine grosse Kiste. Hätten Sie Interesse an diesem Job? Der Job ist nicht ausgeschrieben, den gibt es gar noch nicht. Der ist entstanden, weil ich den Mut hatte, durch ein Coaching, das ich in Anspruch genommen habe, mich selber zu verkaufen. Und es gibt keinen Zufall. Also, ich finde das grossartig. Aber ich habe noch keinen Vertrag. Und ich habe Dezember läuft es aus. Gut. Ich habe am Anfang gesagt, man muss selber in Bewegung bringen. Das ist eine Überzeugung, die Sie haben. Und dann kann Gott auch lenken, wenn das Schiff mal in Bewegung ist. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die Sie bestätigen durch alles tun. Ja, so. Ich durfte das letzte Jahr selber einen Segelturn mitmachen. Auf dem Wattenmeer in Holland. Mit dem Schiff, das so schwer ist wie ein Jumbo. Und das Schiff kann man das Ruder bewegen. Wenn es nicht fährt, gibt es keine Kurskorrektur. Es gibt keine Kursveränderung. Das Schiff muss in Bewegung sein, sonst geht nichts. Sie haben eigene Erfahrungen gemacht. Sie begleiten aber auch Leute in solchen Situationen. Was ist Ihr ultimativer Tipp, wenn man so sagen darf, wirklich, wenn man jetzt mitten in dem steckt? Man ist über 50 und man hat keine Stelle. Und es sind nur Fragen da und Bewerbungen, die man rauslässt. Ich kann nur bestätigen, was Herr Kappel schon gesagt hat. Und man kann das auch symbolisch machen, in Bewegung bleiben, und zwar im wörtlichen und übertragenen Sinn. Und den Mut haben, vielleicht auch das Leben zu führen, das man gerne würde führen. Man weiss aus der Sterbeforschung, dass sehr viele Leute am Ende des Lebens sagen, oh, hätte ich doch den Mut gehabt. Mein eigenes Leben zu leben. Und ich denke, dort liegt ganz viel Stärke, wenn man das, wie das der Herr Kappeler auch macht, sich tatsächlich zutraut. Gibt es Ressourcen, die besonders wichtig sind in solchen Situationen? Ja, man weiss es aus der Hirnforschung, dass der Glaube
an erster Stelle steht als Ressource, wer das lebt. Und ich glaube, da sind Sie sehr ein gutes Beispiel, Herr Kappeler, dafür. Das macht extrem stark, weil Erwerbslosigkeit heisst ja bis zu einem gewissen Grad auch Zugehörigkeit verlieren zu gewissen äußeren Sachen. Und durch die innere Zugehörigkeit, das macht natürlich stark. Und an zweiter Stelle ist Beziehungen. Und da vielleicht, oder dürfte man auch sagen, als Umfeld von Betroffenen, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Betroffene sage ich immer wieder für mich. Und was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich in meinem Umfeld Menschen hatte, die das auch verstehen. Also die nicht verzweifeln oder die nicht versuchen, die Schuld auf mich zu schieben. Irgendwie, das ist offenbar ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dürfen wir auch sagen, aus unseren eigenen Erfahrungen, dass das so ist. Frau Jos, Herr Kappeler, also mich hätten Sie völlig überzeugt, Ihr Bewerbungsdossier wäre voll angekommen. Ich bin leider nicht in dieser Situation können Sie entscheiden, aber ich danke Ihnen herzlich für Ihre Offenheit und wie gesagt, für auch den Mut, den Schuh. Den können wir jetzt voll mitnehmen, auch als Bild für Leute hoffentlich, die sich auch wieder auf den Weg machen, trotz den Umständen, die nicht so ideal waren. Mehr zu diesem Thema am nächsten Montagabend auf Radio Live Channel. Wir verlosen zusätzlich jetzt noch 10 Bücher «Stellensuche mit Erfolg». Vielleicht finden Sie da auch noch weitere Tipps, gesponsert von Beobachter Edition. Schreiben Sie uns einfach bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende sehen Sie Talin Baumann, dann heisst es «Knapp geschafft». Und in 2 Wochen nehmen wir Sie mit ins Tessin auf Weinberggespräch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.